Der Weg ins Unternehmertum ist kein leichter, das wird mein heutiger Gast bestätigen. Rolf Steffen ist Unternehmer, hat in mehreren Gewerken Handwerksunternehmen gegründet. Herr Steffen, wo liegen denn gerade für Handwerker die größten Hürden auf dem Weg ins Unternehmertum? Ja, Herr Rositzke, damit sprechen Sie eine der größten Herausforderungen an, mit der sich fast jeder Handwerksmeister früher oder später beschäftigt. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Meistern, die ein Handwerk selbstständig ausüben, und solchen, die als Unternehmer ein modernes Management meisterlich beherrschen. Zu viele Chefs glauben, sie müssten alles selbst tun, alles kontrollieren, weil es ihnen niemand gut genug tut. Wer jedoch als Unternehmer erfolgreich werden möchte, muss sich von dem, sagen wir, Alles-Selbstmacher-Syndrom lösen. Denn das Alles-Selbstmacher-Syndrom ist gekennzeichnet von 60-Stunden-Woche, Wochenendarbeit und letztlich dem Verlust von Lebensqualität. Unternehmer sein bedeutet dagegen, Mitarbeiter zu befähigen und zu bevollmächtigen, Ergebnisverantwortung zu übernehmen, ja, und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Mitarbeiter selbstständig entscheiden wollen und können. Was waren und sind denn für Sie die größten Erfolgsfaktoren als Unternehmer? Im Rückblick auf unseren Erfolg waren das 4 Faktoren. Erstens, gute handwerkliche Arbeit, fachgerechte Arbeit. Denn Qualität ist und bleibt gerade im Handwerk Erfolgsfaktor Nummer 1. Dazu gehört aber auch eine professionelle Auftragsorganisation, von der Beratung bis zur Rechnung. Ein Kunde hat einen Anspruch darauf, dass er schon 3 Tage nach der Beratung über sein Angebot verfügt. Und gleichzeitig aber auch, dass die Rechnung unmittelbar nach Auftragserfüllung gestellt wird. Damit lautet der erste Erfolgsfaktor Qualitätsmanagement. Denn dieses beinhaltet nicht nur fachgerechte Arbeit, sondern auch eine professionelle Auftragsorganisation. Zweitens, Expertenstatus. Mein Glück war es, dass ich vor der Selbstständigkeit in der Gasversorgung tätig war und hier im Revier der Steinkohlebergbau sein Ende nahm. Viele Kunden wollten jetzt keine Kohleheizung, sondern eine Gasheizung. Gas hatte aber den Ruf, gefährlich zu sein. So habe ich in Siedlervereinen und anderen Vereinen zahlreiche Vorträge gehalten zum Thema sicheres Heizen mit Gas. Und in den Augen der Zuhörer war ich vor dem Hintergrund meiner Historie in der Gasversorgung der Experte. Als drittes, transparentes Wirtschaften. Das bedeutet, wie eben schon gesagt, Mitarbeiter auch über kaufmännische Geheimnisse zu informieren, sodass die an Produktivität, Umsatzsteigerung und Kostenminimierung aktiv mitarbeiten können. Und viertens, strategisches Management. Das bedeutet eben, auf der Basis einer Vision, Mission und einer gut durchdachten Positionierung einen Plan erstellen, der Mitarbeiter, Kunden, aber auch Geschäftspartner begeistert. Herr Steffen, Sie sind heute nicht nur Unternehmer, sondern auch Vorstand der Akademie Zukunft Handwerk. Was genau macht diese Akademie? Die Akademie Zukunft Handwerk ist ursprünglich in einem Handwerksunternehmen entstanden und gehört auch heute noch in der Holding zu einer Gruppe von Handwerksunternehmen und ist diesen sehr eng verbunden. Handwerksmeister finden bei uns Lösungen. Lösungen, die in der Praxis entwickelt, erprobt wurden, weiterentwickelt wurden und 100-fach in andere Unternehmen übertragen wurden. Es sind Lösungen, die Selbstständige zu Unternehmern machen. Zu unseren ganzheitlichen Trainingsinhalten zählen zum Beispiel Lösungen, um Unternehmen professionell zu organisieren, also quasi die Hard Skills wie Prozessorganisation oder Controlling, aber auch Trainings für Unternehmer und Führungskräfte, die sogenannten Soft Skills. Durch Beratung, Mentoring, Coaching zu den Themen Unternehmenssteuerung, Strategieentwicklung,
Teamführung und auch Unternehmensfortführung. Im Fokus steht immer der ganzheitliche Ansatz und die Einbindung aller Mitarbeiter. Das ist vielleicht unser bedeutendstes Alleinstellungsmerkmal. Entstanden ist das alles aus einem Forschungsauftrag, den wir 2003 vom Bundesinstitut für berufliche Bildung erhielten. Der Forschungstitel Verstetigung und Transfer moderner Unternehmenskulturen im Handwerk mittels arbeitsplatznaher, auftragsorientierter und IT-gestützter Weiterbildung. Daraus haben wir Schulungskonzepte entwickelt, die Handwerksmeister befähigen, selbst im Unternehmen ein modernes Management zu implementieren. Trainieren und schulen tun wir das hier in der Akademie. Und von dem Erfolg können sich die Teilnehmer in unserem Schwesterunternehmen in der Team Steffen AG live überzeugen. Das ist ein einmaliges Format in Deutschland. Sie bieten ja nicht nur Wissen aus der Praxis für die Praxis an. In der Akademie Zukunft Handwerk spielen auch Forschung und Entwicklung eine wichtige Rolle. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, die Zusammenarbeit mit der Forschung, die hat schon ihren Ursprung in den 90er Jahren. Damals wurde Professor Manfred Hoppe auf uns als die Gebrüder Steffen aufmerksam. Denn wir haben sehr viele Fachberichte in Fachzeitungen veröffentlicht. Und er hatte den Auftrag, die Ausbildung zu attraktivieren. Ja, mit diesem Hintergrund haben wir 2018 ein Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten. Auch dieses Mal geht es um die Ausbildung. Jetzt allerdings vor dem besonderen Hintergrund der Digitalisierung. Damit auch der Name LIKA 4.0. LIKA steht für Lernen im Kundenauftrag. Auszubildende sollen schon während der Ausbildung selbstständig Aufträge in allen Prozessphasen durchführen. Das heißt, von der Auftragsannahme über die Auftragsplanung, die Ausführung bis hin zur Auftragsrechnungsstellung. Und dazu bekommen Sie im dritten Lehrjahr sogar ein eigenes Fahrzeug. 4.0 steht für ein digitalisiertes Ausbildungsmanagementsystem, das die Gesellen mit einbindet und befähigt, die tatsächlich real für die Ausbildung zuständig sind. Hier liegt jetzt die wissenschaftliche Begleitung bei Professor Dr. Falk Hove und seinem Team, ebenfalls von der Uni Bremen. Wir als AZH sind Projektkoordinator und entwickeln gemeinsam mit der Uni Bremen Weiterbildung für die ausbildenden Gesellen und Azubis. Mit der Fachhochschule des Mittelstandes, mit Professor Tim Brüggemann, haben wir ein Online-Tool zur Bestimmung der Arbeitszufriedenheit entwickelt und daraus eine Auszeichnung zum 1A-Arbeitgeber abgeleitet. Basierend auf zwei anonyme Befragungen aller Mitarbeiter zur Arbeitszufriedenheit werden Handwerksunternehmen zum 1A-Arbeitgeber ausgezeichnet, wenn sie denn die Mindestkriterien erfüllen. Was natürlich ein immenser Vorteil ist im Kampf um die besten Fachkräfte. Ja, wir pflegen zahlreiche Kooperationen mit Hochschulen, übrigens auch hier in Hamburg mit der Hochschule. Und sehen uns als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Handwerk. Auch für vielleicht eher traditionell geprägte Handwerksbetriebe ist gutes Management heute natürlich unerlässlich. Was würden Sie denn als die fünf wichtigsten Ziele des modernen Managements bezeichnen? Zu dieser Frage schreibe ich gerade gemeinsam mit Professor Ralf Brüning an einem Buch. Zuerst sind es die drei Ziele der Up-to-Date-Trilogie. Erstens zufriedene Mitarbeiter. Denn nur mit zufriedenen Mitarbeitern lassen sich auf Dauer Kunden begeistern. Zweitens begeisterte Kunden. Nur mit begeisterten Kunden lässt sich nachhaltige Wertschöpfung erzielen.
Und drittens, nachhaltige Wertschöpfung. Nur mit nachhaltiger Wertschöpfung, also nicht mit der schnellen Mark, lässt sich die Zukunft erfolgreich gestalten. Bei diesen drei Zielen steht der Kunde im Mittelpunkt. Denn er ist es, der die ganze Musik bezahlt. Und am Anfang stehen die Mitarbeiter, denn sie sind es, die alles das erst möglich machen. Das Resultat ist die Wertschöpfung. Diese folgt den ersten beiden Zielen. Ohne sie ist kein unternehmerischer Erfolg möglich. Ein Unternehmen muss Werte schaffen, muss Gewinne erwirtschaften. Auf diesen drei Zielen aufbauend folgen zwei weitere Ziele. Die sind entscheidend für den zukünftigen Erfolg. Und die Zukunft ist bestimmt von Globalisierung und Digitalisierung. Darum das vierte strategische Ziel lautet vorteilhafte Allianzen. Nur mit zukunftsfähigen Allianzen lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit sichern. Und nur mit vorteilhaften Allianzen ist auch die Unternehmensfortführung dauerhaft gesichert. Das lokal verortete Handwerk muss zunehmend mit global agierenden Wettbewerbern konkurrieren. Das verlangt auch für das Handwerk eine überregionale Vernetzung. Wir nennen das Handwerk lokal. Global vernetzt, lokal tätig. Und das letzte Ziel, es könnte übrigens auch das erste sein, ist selbsterklärend. Gesicherte Unternehmensfortführung. Denn nur mit einer gesicherten Unternehmensfortführung lässt sich auch Sinn und Zweck des Unternehmens wirklich erfüllen. Herr Steffen, zum Abschluss, Ihre wichtigsten Tipps für Unternehmer? Ich mache es kurz. Beschäftigen Sie sich intensiv mit dem Thema und den Elementen eines modernen Managements. Das bedeutet, täglich an der Gestaltung einer modernen Unternehmenskultur im Handwerk zu arbeiten. Und zwar gemeinsam mit allen Mitarbeitern. Das bedeutet jedoch auch, sich nicht unterkriegen zu lassen. Immer wieder aufstehen und nach jedem Sturz einen Schritt weitergekommen zu sein. Meine Tochter würde sagen, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Setzen Sie sich Ziele. Setzen Sie sich das Ziel, Unternehmer im Handwerk zu werden. Und beginnen Sie heute, nicht morgen. Dann finden Sie auch die Mitarbeiter, die wie Sie danach streben, in die Champions League aufzusteigen. Und ich wünsche Ihnen den baldigen Aufstieg. Rolf Steffen, ich bedanke mich für dieses Gespräch.